Das Wochenende naht, die Stimmung ist gut. Zumindest mal der amerikanische Markt, der sieht ja gar nicht so schlecht aus. Er läuft. Aber was erzähle ich? Fangen wir ruhig mit dem DAX mal an. Denn der sieht ja nicht minder schlecht aus. Zumindest mal nicht, wenn man den Fokus jetzt auf den Tagesverlauf heute guckt. Aber mit dem Gap, wir sind so stabil über der 14.000er Marke aktuell gestartet. Natürlich dann auch gehalten erstmal. Auch wenn das jetzt so vor dem Wochenende ein bisschen nachlässt, aber wem sei es zu verdenken, das ist doch ein so schöner Anstieg, diese Bewegung, die wir jetzt hier hatten seit dem 5. Januar, also seit diesem Tief. Das ist sowas Schickes eigentlich im Sinne einer impulsiven, einer klassischen Bewegung in diese Richtung. Wer will es ihm da verdenken, wenn er jetzt mal ein bisschen runterkommt? Trotz alledem, es wäre mal schick, wenn er mal ein wenig eine schöne Korrektur nach unten machen würde, dass man wieder reinsteigen kann. Ich halte das gar nicht für so abwegig. Denn das, was wir hier sehen, na, mutet ja zumindest mal an, nach so einer Fünffälligkeit vielleicht damit auch wieder mal ein Ende. Und wenn dann eine Korrektur kommt, hätte man die nächste Chance auf dem Weg nach oben. Wichtig ist, dass das natürlich korrektiv aussieht, aber im Moment ist es ja eher so eine, ja, so eine Schiebewurst jetzt noch vor dem Wochenende. Aber auf den Markt wollen wir gar nicht so sehr mehr gucken, denn der ist ja bald schon rum heute. Da wird sicherlich vor dem Wochenende nicht mehr der wirkliche Impuls dann passieren. Wie sieht es denn bei den Amerikanern aus? Gucken wir zuerst mal auf den Dow Jones. Auch der wunderschön im 4-Stunden-Chart, wir sehen das. Ich würde ja so gerne, ich rede ja immer von der Abwärtsseite. Ich habe es ja ganz häufig gesagt, Mensch, eigentlich müsste der Markt mal runterkommen. Aber er tut es halt nicht. Solange er es nicht tut, es ist überhaupt nicht sinnvoll, da dann aufzuspringen, nur nach der Fasson. Ja, aber er müsste doch eigentlich, ja, ob er müsste oder nicht. Das heißt noch lange nicht, dass er das dann auch entsprechend tut. Und das sieht im Moment eben überhaupt nicht aus. Es sieht eben irgendwie, ich will jetzt gar nicht hier mit irgendwelchen internen Bewegungen jetzt hier dann nochmal aufwarten, aber das ist so eine starke Bewegung, man sieht da die Schwäche noch nicht. Jetzt deutet sich wieder mal so ein bisschen so eine Nachmittagsschwäche, das hatten wir ja ein paar Mal schon, die sich hier andeutet, hier aktuell. Vielleicht ist das wieder was, könnte man denken. Auf der anderen Seite, das ist doch genau wieder so eine klassische Korrekturbewegung, die dann, wenn der Kurs dann darüber hinausgeht, eben den nächsten Long nochmal provoziert. Also man hätte dann sogar die Chance zu sagen, pff, machen wir es halt nochmal. Wichtig ist allerdings, der Markt sollte sowas zeigen. Nicht einfach pauschal aufspringen. Ich warne da immer wieder davor. Natürlich geht das auch immer wieder gut. Dann gibt es ja auch tolle Bewegungen, die man dann mitnehmen kann. Aber das kann auch mal ganz schnell sehr teuer werden und die Stimmung ist dann ruckzuck im Keller, wenn man da auf der falschen Seite ist. Und insbesondere, wenn man dann auch noch das Ganze übers Wochenende halten soll, wenn es dann in die falsche Richtung ist, erst recht. Ich bin kein großer Freund davon, kurzfristige Charts, so 5 Minuten, 15 Minuten Basis, übers Wochenende zu halten. Die schließe ich also als Tipp für heute Abend, alles mitnehmen, Positionen da rausgehen. Das muss nicht die profitabelste Entscheidung sein. Aber es ist zumindest mal diejenigen, die am meisten das Geld schützt. Das gilt natürlich nicht für die Kollegen, die im Tageschart unterwegs sind, wahrscheinlich auch nicht für die Strategien auf 4-Stunden-Basis. Hängt immer ein bisschen drauf an, auf was es da geht. Aber denkt immer dran, es gibt dann die Gap-Gefahr. Und wenn die in die richtige Richtung ist, ist super. Wenn sie aber in die falsche Richtung ist, ist teuer. Und wir müssen als Händler ja immer die falsche Richtung absichern. Die richtige Richtung, naja, die hoffen wir natürlich drauf, aber tut euch selber einen Gefallen, nicht davon auszugehen, nee, falsch kann ja nicht sein, ich will ja die Chance haben. Ja, das ist schon richtig, aber wenn man eine Chance nutzen will, muss man die Risiken immer im Griff haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Alles andere ist Blindflug und führt irgendwann ja, zu ganz bösen Maßnahmen. Und das wollen wir ja alle nicht haben. So, ist denn hier überhaupt nichts Negatives zu erwarten? Kann es denn nicht jetzt auch nach unten gehen? Doch, das ist ja der Grund, warum ich sage, hier immer einen Trigger abwarten, wenn man hier die Long-Seite will. Wer jetzt sagt, aber ich warte doch nicht so lange, bis der da oben durchgeht. Okay, dann guckt halt hier, ob ihr im Kleinen sowas bekommt. Das ist ja auch alles in Ordnung. Aber nicht einfach pauschal jetzt sagen, oh, da gehe ich jetzt mal short. Es sei denn, es bildet sich ein Cluster heraus und das will ich jetzt mit euch mal einmal durchgehen, damit ihr mal seht, wie sowas aussehen kann. Wir messen dazu einfach mal so die erste Bewegungswelle, diese hier, die wir runter hatten, und messen die jetzt mal hier von dem Ausgangspunkt das oder das. Das ist ähnlich hoch, das macht jetzt nicht den Riesenunterschied, welche Marke wir nehmen. Dann haben wir hier die 100% Projektion. Zudem können wir eine Extension mal messen. Das heißt, innerhalb der Abwärtsbewegung messen wir die Gegenbewegung und gucken dann, wie weit die ihre Linien hier hinzaubert. Und dann sehen wir schon, wir haben hier keine
Sache, die ich jetzt als ein Cluster bezeichne. Trotzdem, mit zwei Sachen muss man da noch nicht kommen. Wir können auch noch mal gucken, hier eine horizontale Linie. Wir können auch noch mal verschiedene Fibonacci-Retracements einzeichnen, zum Beispiel hier diese Bewegung, die wir hier hatten. Und gerne auch hier die nächste. Also wenn man hier im ganz langen Bild jetzt hier mal die Aufwärtsbewegung noch mal gucken will, auch das geht. Jetzt muss ich es nur treffen hier, das ist gar nicht so einfach, wenn man so viele Dinge hat. So, die brauchen wir nicht mehr, da sind wir durch. Da sind zwei gewesen, sind wir auch schon durch. Das ist auch nicht mehr so relevant. Und dann sehen wir zumindest mal zwei so Marken, die, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber die sich zumindest mal anbieten. Das ist ungefähr die Zone beim Dow Jones Future in meinem Fall. Bitte passt das gegebenenfalls. Messt es übungshalber gerne doch mal selber aus. Ihr müsst das nur aufpassen, wenn ihr einen anderen Emittenten von etwas haben, CFD-Anbieter, dann kann es sein, dass dort der Future-Preis etwas oder der CFD-Preis auf den Dow Jones etwas anders als der Future-Preis eben ist. Aber im Future-Fall haben wir hier die 30.830 in etwa als Zone, etwas großflächiger, jetzt aktuell mehr oder weniger, da können wir uns das tief als Orientierung nehmen vom 8. Januar. 0.30 Uhr, also mitten in der Nacht, das Zwischentief, was wir da hatten, also irgendwas um die 30.900er Marke, die beiden Marken würden sich für einen Dreh anbieten. Soll man dann da pauschal long gehen? Also von sollen kann nicht die Rede sein. Da kann man natürlich gucken, insbesondere, das ist etwas, was ich dann ganz gerne mache, dass ich dann sehe, ist dann auf der kleinen Ebene hier etwas, was das Ganze bestätigt. Sprich, kommt der Markt hoch, wackelt er nur noch runter, also setzt er das nicht mehr fort. Das ist im Moment besonders wichtig, weil wir haben häufig gesehen, dass der Markt beide Richtungen sehr steil macht. Und das ist immer eine Situation, wo man sehr vorsichtig sein muss. Wir sehen das hier zum Beispiel. Das ist natürlich nicht geeignet, um da sofort eine Position aufzumachen, sondern nur dann, wenn die eine stark ist und die andere dann wackelig. Also möglichst dreiwellig, die eine stark und die andere dann möglichst dreiwellig beispielsweise, um dann die starke Richtung nochmal fortzusetzen, wenn er das entsprechende Zwischenhoch dann triggert. So ähnlich könnte das hier auch aussehen. Hausaufgabe an euch, macht es selber bei eurem Dow Jones, bei eurem Chart, macht es gerne bei den anderen Indizes, genauso, dann habt ihr so ein bisschen eine Übung, habt ihr vielleicht einen Eindruck und eine Idee, was man heute noch machen kann. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute. Wenn ihr mehr Ideen noch haben wollt, wenn ihr sagt, sowas finde ich total klasse, das übt enorm, auch gerade das Auge, dann guckt euch Born for Trading an. Da bringe ich immer wieder solche Themen als Nachricht, auch auf Smartphone. Also insofern meldet euch dafür an, dann bekommt ihr zwischendurch mal einen Hinweis auf vielleicht eine tolle Trading-Idee oder aber worauf und wie man gucken kann auf die Charts. Das als eine Idee. Das zweite ist, wenn ihr einen ganz konkreten Handelsansatz braucht, eine Idee mit unseren Ein- und Ausstiegsmarken, dann meldet euch an für den Trade des Tages. Da suchen wir einen Trade raus, sofern es eine gute Situation gibt, die wir da umsetzen können. Beides kostenfrei, einfach anmelden und dann sehen wir uns dort wieder. In diesem Sinne euch jetzt alles Gute und ein schönes Wochenende. So wollte ich sagen. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.